aus wie Fisch. Das Sielhafenmuseum in Karolinensiel zeigt, wie die Menschen früher in einem Sielhafenort gelebt und gearbeitet haben. Mit dem Aufbau des Sielhafenmuseums entstand auch der Plan, den mittlerweile zugeschütteten Hafen wieder in seiner ursprünglichen Form zurückzubauen. Im Zusammenhang mit der ebenfalls wiederhergestellten Zugbrücke an der Friedrichsschleuse wurde der Museumshafen zu einem neuen Heimathafen für historische Wasserfahrzeuge und typgetreue Nachbauten. Das denkmalgeschützte Hafenensemble mit den historischen Schiffen gibt heute eine Vorstellung der vergangenen Zeiten, als bis zu 1500 Schiffsbewegungen jährlich im Karolinensieler Hafen für regen Betrieb sorgten.
Das musste doch festgehalten werden. Ja. Ich laufe nicht. Ja, lauf mal.
Wir haben noch nicht mal an.